damit, hallo Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch mal, wie ihr die weiße Jogger bekommen könnt. Natürlich könnt ihr auch mit diesem Glitch, den ich euch heute zeige, auch die blaue Jogger bekommen oder alle anderen Joggerfarben. Ich finde, dieser Glitch lohnt sich am meisten mit der weißen, mit der blauen, mit der grünen und der pinken, weil das die Joggerfarben sind, die man nicht einfach aus irgendeinem Job rausglitchen kann, weil die anderen könnt ihr alle aus einem Job rausglitchen. Daher lohnt sich das nicht, diesen Glitch zu machen. So, was braucht ihr alles für diesen Glitch? Ihr braucht einmal einen Freund, das Computerprogramm Netcat, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr es euch einfach runterladen. Dann braucht ihr natürlich noch selbstverständlich eine zweite PS4 oder einen Freund, der euch dabei hilft. Also Freund habe ich ja eben schon erwähnt. Wenn ihr natürlich eine zweite PS4 habt, nutzt diese auch, da braucht ihr keinen Freund. So, dann braucht ihr noch irgendeine farbige Jogger. Das ist komplett egal, welche Jogger das ist. Ich habe mal gehört, dass die schwarze angeblich nicht funktionieren soll, dass man da nichts flippen kann. Macht es am besten mit der braunen Jogger. Video dazu unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da zeige ich, wie man die braune Jogger bekommt. Macht es am besten mit der. Mit der funktioniert es zu 100%. Natürlich könnt ihr auch orange oder lila benutzen. Die funktionieren auch. Auf jeden Fall, wenn ihr euch dann irgendeine beliebige Jogger genommen habt, speichert ihr das Outfit mit der Jogger auf dem erst auf dem zweiten oder auf dem 19. Slot ab. Das ist wirklich wichtig, dass ihr es auf dem zweiten oder 19. abspeichert. Also wenn ihr hier oben zwei Slots frei habt, denkt dran, wir brauchen auch den ersten Slot oder den 20. Slot. Auf jeden Fall dieses Outfit mit der braunen Jogger entweder auf den zweiten oder auf dem 19. Mein Fall speichert es hier auf dem 19. ab. Speichert das wirklich am besten unter C1 ab. C1 steht für Konsole 1, C2 für Konsole 2. Dann müssen wir uns noch ein C2 Outfit erstellen und zwar ist es dieses hier. In meinem Fall ist es jetzt hier diese lila Cargo Shorts, die ergibt nämlich die weiße Jogger letztendlich. Natürlich, falls ihr jetzt eine blaue Jogger haben wollt, müsst ihr da unten einfach in diese Liste gucken, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, besagt, reingeschrieben habe. Da stehen dann die ganzen Joggerfarben und dahinter steht, welche Shorts ihr euch da anziehen müsst. Und zwar sind es hier unter diesen Shorts, müsst ihr euch dort irgendeine Komponente anziehen für die farbigen Jogger. Für die weiße Jogger ist es hier die lila Cargo Shorts und ich glaube für die blaue Jogger müsste es die graue Cargo Shorts sein. Verlasst euch da jetzt bitte nicht drauf, schaut da wirklich unten in der Liste nach, dort steht's drinne. Ich in meinem Fall mache jetzt hier die weiße Jogger, deswegen habe ich jetzt hier die lila Cargo Shorts. Diese lila Cargo Shorts oder halt eure Shorts in jeweils welcher Farbe ihr die haben wollt, müsst ihr auf dem letzten oder auf dem ersten Slot abspeichern. Ganz wichtig, wenn ihr euer C1 Outfit schon ganz unten abgespeichert habt, müsst ihr C2 auch ganz unten abspeichern. Natürlich, falls ihr C1 ganz oben abgespeichert habt, müsst ihr C2 auch oben abspeichern. Ne? In meinem Fall habe ich es unten abgespeichert, deswegen muss ich C2 auch unten abspeichern. Nennt das einfach C2. So, habe ich jetzt hier gemacht. Dann muss euer Freund, das sagt, oder beide Konsolen, sage ich jetzt einfach mal, müssen mit dem GTA-Account eingeloggt sein oder müssen, muss der bei auf beiden Accounts, muss der GTA-Account, was sagt, muss der Account, nochmal, auf beiden PS4s muss der Account angemeldet sein, wo die weiße Jogger drauf soll. Also wirklich, auf beiden PS4 müsst ihr euren Account angeben. Falls ihr das mit einem Freund macht, sagt ihr ihm einfach eure Accountdaten. Er muss diese angeben oder sich damit anmelden, dass ihr beide den Account habt. Erstellt euch bitte vorher, bevor ihr diesen Glitch macht, die Outfits, das ist ganz wichtig. Dann müsst ihr einfach noch in dem Programm Netcat, wenn ihr euch das dann runtergeladen habt, einmal eure PS4 finden. Da sollte dann irgendwas stehen mit irgendeinem Name, PS4, dem Bindestrich und dahinter irgendeinen Zahlencode aus Buchstaben und Zahlen. Auf jeden Fall, falls ihr mehrere PS4 in eurem Netzwerk drin haben solltet, also zum Beispiel eure PS4 und die PS4 von eurem Bruder zum Beispiel oder eure zweite eigene PS4, müsst ihr halt einmal ausprobieren, welche jetzt welche ist. Wirklich probiert es da vorher aus, macht dort einfach mal das Internet-Symbol rot und dann könnt ihr einfach gucken, welche da nun jetzt ausgeht, weil das ist blöd, wenn ihr das erst während des Glitches probiert, weil nicht, dass ihr dann irgendeine andere PS4 kappt, die gar nicht gekappt werden soll. So, wenn ihr das dann alles an Vorbereitungen gemacht habt, erstellt ihr euch, wie gesagt, hier noch die Outfits, zieht euch dann hier unter Stil das C1 Outfit an, geht dann hier raus, lasst das Spiel speichern einmal und als nächstes muss ich einmal euer Freund einloggen.
Ja, euer Freund wird als erstes, wenn er GTA Online startet, die Einführung spielen müssen. Die muss er einmal spielen und dann kann er auch schon weitermachen. Ich switche jetzt hier mal ganz kurz zum Freund. Wir sehen uns dann gleich. So, denn hier auf der PS4, also das ist jetzt die Aufnahme von der zweiten PS4, die ihr ebenfalls braucht. Das ist jetzt hier die PS4 oder die Aufnahme von meinem Kollegen, die hat er jetzt hier für mich gemacht. Auf jeden Fall, wenn ihr dann im Story-Modus angekommen seid, ihr auf eurer ersten PS4, der sich auch die Outfits eben erstellt hat, ja, wurde jetzt aus dem Account rausgekickt, da euer Freund euch sich da eingeloggt hat auf eurem Account. Auf jeden Fall, der Freund muss einmal auf die Optionstaste drücken, geht auf Online, geht ja online spielen und geht nur mit dem Cursor auf Einladesitzung. Dort bleibt er jetzt einfach drauf. Jetzt loggt sich die PS4 1 wieder ein, also der eben schon drauf war, der auch die Outfits erstellt hat. Der loggt sich dort einfach wieder ein. Der Freund sollte wieder gekickt werden und auf die erste PS4, also der sich jetzt gleich wieder einloggt, geht auf jeden Fall in eine Einladesitzung wieder rein. Ganz wichtig, eine Einladesitzung, weil Online-Sitzungen werdet ihr dann gekickt. Wirklich geht in eine Einladesitzung rein, solltet da im Kleidungsladen spawnen. Und ja, ich switche jetzt ganz kurz, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich auf meiner PS4 wieder angekommen bin. So, auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder im Online-Modus angekommen seid mit eurer ersten Konsole, müsst ihr euch einfach hier wieder zu dem Kleidungsladen hinstellen. Ihr solltet etwas abseits spawnen mit dem braunen Jogger-Outfit. Jetzt macht ihr es gleich so: Ihr geht jetzt gleich ins Aktionsmenü, geht auf Stil, Fallschirm, zieht euch hier einen Fallschirm an, geht dann sofort aus dem Aktionsmenü raus. Sobald die gelbe Ladeschnecke dann weg war, geht ihr einmal im Netcard, also im Hub Netcard bitte schon vorher offen, geht dann bei Netcard, sucht dann eure PS4 vorher raus und sobald die gelbe Ladeschnecke weg war, drückt ihr einmal auf dieses WLAN-Symbol drauf in Netcard. Also ihr müsst einfach auf dieses WLAN-Symbol draufklicken, dass sich dieses rot färbt. Sobald ihr das gemacht habt, wartet ihr so ein paar Sekunden, so vielleicht 2 bis 3 Sekunden, mehr nicht, und sagt dann eurem Freund Bescheid, mit dem ihr gerade in einem Anruf seid. Also wirklich, ihr müsst euch übers Handy anrufen, müsst über Discord reden, was weiß ich. Partys funktionieren hier nicht. Auf jeden Fall müsst ihr dann eurem Freund Bescheid sagen, dass er auf eurem Account joinen soll, und sobald er dann auf eurem Account ist, direkt GTA startet und ja, so direkt GTA startet und dann sollte der direkt im Story-Modus drin sein. Deswegen haben wir uns ja auch eben im Story-Modus vorbereitet. Geht dann direkt in eine Einladesitzung ein. Vorher, sonst war es immer so, man konnte direkt durchspammen. Mittlerweile ist es so, Rockstar hat es geändert, dass sobald du wieder reingehst, dass dein Cursor nicht auf Einladesitzung ist, sondern woanders ist. Also er muss da ganz schnell auswählen, GTA Online spielen, Einladesitzung. Sobald er in der GTA Online-Sitzung ist, erkläre ich das weiter. So, ihr macht das jetzt hier auf jeden Fall. Ihr zieht euch den Fallschirm an, raus ist in das Aktionsmenü, gelbe Ladeschnecke kommt. Dann jetzt Netcard, das Symbol rot färben, das Internet-Symbol, eurem Freund Bescheid sagen, dass er jetzt drauf joinen soll. Ich switche jetzt hier ganz kurz wieder zur Aufnahme von meinem Freund. Wir sehen uns gleich. So, hier ist jetzt wieder die Aufnahme von meinem Freund. Ihr geht dann auf jeden Fall. Also ich bin jetzt hier, mein Freund ist jetzt hier mit dem Cursor nicht auf Einladesitzung, sondern auf GTA Online Spielen gelandet. Auf jeden Fall, er geht jetzt hier ganz schnell auf GTA Online Spielen und geht einmal ganz schnell in eine Einladesitzung rein. So, dann hier jetzt auf dem Account angekommen, müsst ihr einmal ins Inaktionsmenü gehen, geht auf Stil und zieht dann ganz schnell das C2-Outfit an, geht ihr aus dem Inaktionsmenü raus. Dann sollte die gelbe Ladeschnecke kommen und dann geht ihr sofort unten auf Falltast nach unten und wählt hier direkt Franklin oder sowas aus. Jetzt ladet ihr wieder zurück im Story-Modus. Wenn ihr das macht, wartet ihr, bis der Bildschirm sich hier freeze, dann sagt ihr eurem Freund Bescheid, dass er das Netcat-Symbol wieder blau färben soll und direkt schnell den Fallschirm ausziehen. Ich switche jetzt hier ganz kurz den Account. Wir sehen uns gleich. So, die Konsole 1 musste jetzt die ganze Zeit, wirklich seitdem er das Internet-Symbol von der PS4 rot gefärbt hat, musste er wirklich die ganze Zeit im
Online-Modus stehen bleiben. Falls er gekickt wurde, nachdem der Freund auf dem Account gejoint ist, müsst ihr das leider komplett nochmal machen. Der Freund muss also wirklich Konsole 1, muss wirklich die ganze Zeit im Online-Modus drinne bleiben. So, auf jeden Fall, wenn das dann bei euch so funktioniert hat, euer Freund im Story-Modus sich reingeladen ist, ihr hier, sobald euer Freund, wie gesagt, im Story-Modus geladen ist, dieser kurze Standbild hat, musst ihr euch Bescheid sagen, ihr geht dann sofort auf eurem Laptop, PC, was auch immer, macht das Internet-Symbol von eurer PS4 wieder blau, geht dann sofort ins Interaktionsmenü, geht auf Skill, Ass, Fallschirm und zieht hier den Fallschirm aus. Dann ganz schnell aus dem Interaktionsmenü raus, dann sollte die gelbe Ladeschnecke kommen und jetzt wartet ihr einfach nur noch, bis er von der PS4 ganz einfach vom Account geschmissen wurde. Das dauert ab und zu mal ein paar Sekunden. Ich werde jetzt hier gleich gekickt. Ich mache jetzt kurz einen Cut, wir sehen uns dann gleich, sobald ich wieder im Story-Modus angekommen bin. So, nachdem ich jetzt hier von meinem Account gerade runtergeschmissen wurde, bin ich wieder im Story-Modus gespawnt. Jetzt gehe ich einfach ganz einfach in eine Einladelobby und dann in der Einladelobby angekommen, solltet ihr auch schon sehen, dass ihr dann eure weiße Jogger anhabt. So, ich bin jetzt hier gerade im Online-Modus gespawnt, sorry, dass ihr den Ladescreen jetzt nicht sehen konntet. Da könnt ihr mir jetzt zwar sagen, ja, dass ich das jetzt gefaked habe, wie gesagt, bei mir hat die Aufnahme irgendwie nicht ganz gespeichert. Ich weiß nicht, woran das jetzt lag. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin jetzt hier ganz mal im Online-Modus drinne gespawnt. Hab das Outfit hier an. Und auf jeden Fall, sobald ihr die Hose anhabt, also die weiße Jogger oder halt eure beliebige Jogger, lauft ihr direkt zu dem Kleidungsladen hier hin und speichert das Outfit einfach direkt ab. So, ich einfach hier direkt überspeichern. C1, C2 könnt ihr löschen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, das war das Video für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt halbwegs irgendwie verstanden. Falls ihr irgendwie Fragen dazu habt, weil ihr irgendwas nicht verstanden habt, ich kann es komplett verstehen. Das ist irgendwie für mich selber komisch gewesen, das Battle so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu erklären. Besonders bei so einem Glitch, wo es halt nicht immer ganz einfach ist, das zu hitten. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Glitch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.